Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witness. Wir sind immer noch im Baumhaus und haben hier diese Aufgabe vor uns, wo wir die Sterne und die Farben einteilen müssen. So, und das ist ein bisschen tricky. Was ist, wenn wir es so machen? Das geht nicht. Ach so, weil da ist keine Barriere zwischen. Wenn wir es so machen, dann haben wir den grün, aber doch, dann haben wir zwei grüne dort und da zwei grüne. Und das geht aber nicht wegen der Sterne. Es geht nicht wegen der Sterne. Was ist denn? Okay, ich glaube, ich muss das Ganze nämlich ein bisschen anders denken. Wenn wir sagen, wir machen hier den Cut, haben wir da aber nur einen grünen und einen orangenen. Macht das denen was aus? Ach so, nee, zwischen grün und orange muss eine Linie sein. So war das. Genau, und die vier Grünen zusammen mögen sie, glaube ich, auch nicht so. Ich weiß nicht, ob das an sich sonst so ein Problem ist. Mal gucken, was ist jetzt falsch? Okay. An sich ist es egal, wie viele Orangen und wie viele Grüne zusammen sind. Hauptsache, es ist eine Linie zwischen Grün und zwischen Orange. Okay. Aber wie machen wir das hier? So wäre was dazwischen, aber nicht zwischen dem und dem Orangenen. Okay, das heißt, hier muss eigentlich eher auch eine Linie lang führen. Und dann hätten wir hier aber nichts dazwischen. Okay. Das heißt, eigentlich müssen die komplett so dort oben abgeschottet sein. Ich kann natürlich auch andersrum gehen. Ich kann natürlich hier das Ganze versuchen abzuteilen, aber das geht dann wieder nicht mit den Sternen, beziehungsweise wir müssen die Sterne vielleicht anders einteilen. Weil das an sich ist ja, aber dann, ich brauche hier was oder hier. Und dort. So war das auch nichts, genau. Aber so war es schon gar nicht so schlecht. Aber wir brauchen hier eine Linie. Denke ich mal. Aber vielleicht stelle ich mir das gerade auch ein bisschen zu einfach vor. Also hier ist das Problem. Also da kann eigentlich nichts sein, weil ich brauche wirklich die beiden Linien hier oben. Ja. Oder ich muss halt anders abteilen können. Ja, so komme ich halt nicht weit. Ja, nee, das ist ja dumm. So. Dann kommen wir da oben aber nicht mehr weiter. Und wenn ich euch so einteile, dann muss ich hier eine Linie ziehen. Und ja, ich meine, gut, ich kann hier noch eine Linie ziehen. Ja, das ist aber blöd, dann haben wir da drei in einem. So hätten wir zwei, aber ich muss das voneinander trennen, das geht so nicht.
geht so nicht. Hier muss ich euch halt auch trennen. Und da muss ich die Sterne noch trennen. Ah, das ist wirklich nicht ganz einfach. So geht auf jeden Fall nicht. Ich muss euch alle voneinander fernhalten, aber wie? Wahrscheinlich denke ich wirklich ein bisschen falsch von den Strukturen her, was jetzt zusammengehört und was nicht von den Sternen. Denn ja, so kriegen wir das wieder nicht hin, dass das alles voneinander getrennt bleibt. Was ist denn? Nee. Dann sind die wieder zusammen in einem. Nein. Nein. So, so ist blöd, weil ich muss die hier oben. Ja, das haben wir jetzt schon mehrfach versucht. Das geht nicht. So. So ist blöd. Das geht auch nicht gut. So ist blöd. Das geht auch nicht gut. Denn ich müsste euch hier abteilen und ich muss aber auch da abteilen wegen der Sterne. So. So ist sowieso blöd, weil dann kann ich da hinten grün und orange nicht mehr voneinander trennen. So, hier ist das Problem, dass ich hier eine Trennung brauche, beziehungsweise hier. Aber dann hätten wir da nur noch einen Stern und sonst müsste ich die Trennung hier machen. Das geht auch nicht gut. So. Von der Seite kommend ist generell gar nicht so blöd, aber generell wieder das Problem mit den Sternen. Mit der Sternabteilung. Oder wir müssen das halt hier wiederum hier anders machen. So hätten wir eins, zwei Sterne da drin. Und es ist ja egal, wenn Orange und Orange zusammen sind. Hier hätten wir wiederum 2 und 2. So. Ey! Okay. Okay. Es geht voran. So, mal gucken, wie schwer die hier sind. Das ist schwarz und weiß und weiße Sterne. Okay. Kann man das dann nicht einfach so machen? Weiß und weiße Sterne. Mögen sich nicht, doch, mögen sich schon. Wollt ihr vielleicht so? Das geht, okay. Gut, dann habe ich jetzt aber trotzdem nicht so ganz verstanden, wo das Problem war. So, das funktioniert so. Das heißt aber, weiße und schwarze Sterne verhalten sich wieder anders. Okay. Das heißt, vielleicht schwarz und weiß dürfen nicht zusammen. Doch, schwarz und weiß dürfen zusammen. Das heißt, da muss dann das andere sein. Ne? Das heißt, weißer Punkt oder weißes Quadrat darf nicht mit weißem Stern zusammen sein, wahrscheinlich. Aber schwarz und weiß, nee. Nee, tatsächlich. Wieso das jetzt? Hä? Muss ich jetzt einen schwarzen? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Oder muss ich den jetzt isolieren? Nee.
Nee. Okay, das wird schon wieder interessanter hier. Willst du einen Schwarzen dazu haben? Ah, okay, dann will er einen Schwarzen dazu haben, denke ich. Okay, das können wir hoffentlich einrichten. So. Ja, okay, gut, du schnappst dir dann einfach einen, der dann zum Stern wird. Verstanden. Okay. Und du schnappst dir Pink. Aber dann muss dazwischen noch eine Linie sein. Okay. So. Alle getrennt. Nein? Nein? Ach so. Muss dann. Nee, warte. Muss dann irgendwie so voneinander getrennt sein. Wie machen wir das? Machen wir das so? Ist das besser? Das ist besser. Okay, das heißt, Weiß darf dann auch nicht mit. Ach ja, genau, mit Pink zusammen, klar. Okay. So. Das müsste dann aber so wieder in Ordnung sein. Okay, das heißt, Stern und Punkt kommen sich nicht in die Quere an sich. So, wie machen wir das da? Du musst irgendwie alleine sein. Ihr dürft euch nicht zusammenfinden. Ach, okay, nee, das ist blöd. Das heißt, wir müssen euch eigentlich alleine abteilen. So, nee, dann mögt ihr euch nicht. Natürlich. Ja, nee, so ist das ein bisschen schwer zu realisieren, dass dann die anderen sich wiederum treffen dürfen. Dann müssen wir einmal komplett so rumgehen, um dich zu isolieren. Ja. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage. Es muss eigentlich so sein, denke ich, dass sich die Sterne je einen von den anderen Quadraten schnappen. Sonst kommt man da hinten gar nicht mehr so richtig hin, denke ich. Okay. Nee, dann seid ihr aber wieder in einem Boot. Ihr Quadrate. Okay, wartet, wartet, wartet. Wir können ja aber auch andere Ausgänge nehmen. Das heißt, vielleicht müssen wir euch isolieren. Dann müssen wir euch isolieren. Dann haben wir doch die beiden zusammen. Dann können wir hier raus. Ja. Huch. Okay. Ach so, es geht jetzt in die Richtung weiter, aber kann ich auch hier rauf? Ja, kann ich. Was bringt mir anscheinend noch nichts. Okay. Auch ein schönes Bild. Okay, gut. Wir machen weiter. Wir isolieren dich. Und die anderen beiden dürfen alle zusammen. Ja. Das geht ja noch. So. Okay. Ja, doch, danke. Das ist relativ einfach und das Prinzip kann ich so verstehen. Okay. So, zwischen euch muss eine Barriere sein. Dann gehe ich davon aus. Ha. Oder wie machen wir dann die Barriere weiter? So. Dann. Ja, kann ich euch dann so zusammen
So, das müsste okay sein, oder? Ja, das ist in Ordnung. Gut, dann geht es weiter. Vielleicht mit zweimal schwarzer Stern und weißem Quadrat. Ja, wobei es egal, wo ich lang gehe eigentlich. Ja, nee, das geht ja schon nicht, weil ich brauche hier auf jeden Fall was dazwischen. Okay, an sich gibt das so auch nicht, glaube ich. Okay, was ist, wenn wir sagen, wir haben ich. Ja gut, wir müssen es wieder hier so machen. 2, 2, 2, 2. Wieso geht das jetzt nicht? So, aber genau, also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier auf jeden Fall diesen Weg gehen müssen. Also diese zwei Linien hier brauchen zwischen Schwarz und Weiß. Ich kann natürlich auch so gehen, aber das wird auch nicht gut ausgehen. Okay, das heißt, eigentlich will ich den dort nicht mitnehmen. Kann natürlich auch so gehen, aber das ist blöd, der will nicht alleine sein. So, dann haben wir die zwei. Aber wieso ist das ein Problem? Ihr seid vielleicht nicht mit den Richtigen zusammen. Ich kann es natürlich auch so machen. Kann dann sagen, okay, hier 2-2 und 2-2. Das passt ihm besser. Okay. Dann heißt es aber, die schwarzen Sterne dürfen doch nicht mit zwei schwarzen Quadraten drin sein, nur wenn es eins ist und die sich ergänzen. Nehme ich mal an. Okay, da, jetzt haben wir nämlich wieder den Fall, dass die sich ergänzen. Dass wir sagen können, hier brauchen wir eine Barriere. So, und ihr beiden ergänzt euch. Okay. Oh. Jetzt haben wir Schwarz und Weiß nur einmal. Und alles, oder beziehungsweise da unten nochmal Schwarz. Aber. Okay, das geht nicht. Nee, natürlich geht das nicht. Wie ist das, wenn ich es so mache? Das geht nicht wegen den da oben. So, das geht gar nicht. Nee, klar. Die Sterne wollen ja separat sein. So geht das auch nicht. Wie ist das so? So mögt ihr es wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil dann die Weißen mit dem einen weißen Quadrat zusammen sind. Genau. Das ist euch nicht geheuer. Okay. Das heißt, die müssen wir auch noch abteilen. Irgendwie. So ist sowieso eine blöde Idee. So, nee, ich muss zwischen euch was bringen. Einfach so? Nee. Weil die mögen das ja auch nicht. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall wieder sowas machen. Und müssen das eigentlich. Okay, vielleicht muss ich mir das ein bisschen anders denken. Dann seid ihr zu zweit. Oder sind dann Schwarz und Weiß zusammen? Okay.
Ach so. Da seid ihr dann zu viele. Nee, so geht das ja auch nicht. Wenn ich euch so abteile, das geht auch nicht. Nee, das müssen wir irgendwie anders machen. Das ist, so geht's erst recht nicht. Okay, wie kriegen wir das hin, dass alle happy sind? Dem wird das irgendwie anders aufteilen. Ja, ich muss da zwischendurch. Und so kriege ich euch nicht mehr auf die richtige Anzahl. So funktioniert das nicht. So funktioniert das alles nicht und so auch nicht. Weil wir dann den Weißen nicht von den Sternen abgegrenzt haben. Und wir können halt auch nicht noch eins weiter nach oben. Dann kommen wir nicht mehr zum Ausgang. Ich weiß nicht, wieso ich mich gerade damit so schwer tue. So schwer kann es eigentlich nicht sein. Ich nehme irgendwie an, wir müssen von oben kommen. Und das heißt, wir müssen hier einen inkludieren. Aber das heißt wiederum, dass wir den nicht von dem anderen fernhalten können. Von daher ist es doch keine gute Idee. Ich muss euch doch voneinander fernhalten, weil ich denke, es gibt eine gleichmäßige Anzahl von den weißen Sternen und dann müssen die auch in Zweiergruppen aufgeteilt werden. Ach so, so kann ich euch natürlich auch noch abteilen. Ja, so ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dann haben wir hier wieder ein offenes. Okay, aber das können wir auch umgehen, wenn wir das. Ja, so. So wird das auch nichts. Verdammt. Wenn wir das aber so mal versuchen. Sind die aber auch wieder verbunden? So seid ihr mal verbunden hier. Nee, im Ernst, das kann doch nicht so kompliziert sein. So kann ich es nicht machen. Und so komme ich hier nicht mehr durch. Komm schon, Kopf. Du kriegst es hin. Du kriegst das doch hin. So geht es halt auch schlecht. Wieso kann ich die so nicht abteilen? Das wäre doch so gut, oder? So geht es halt leider nicht. Es ist, wenn ich das so mache, sind die ja wieder verbunden.
Wenn ich so mache, ist der da unten alleine. Und wenn ich das so mache und so mache und so mache. Warte, aber euch muss ich noch voneinander trennen, weiß und schwarz. Ja. Puh. Okay. Schön. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir einfach auf diesem Baum mit einer Statue. Oder, guck mal, so sieht es aus wie eine Statue mit Händen. Aber wenn man es so anguckt, sieht es einfach aus wie so ein Baum. Krass. Okay. Muss ich hier später noch irgendwas machen? Ich meine, es ist sehr toll, dass ich jetzt hier bin. Aber es gibt keinen Weg weiter. Da hinten ist noch was. War ich da schon? Nee, da war ich ja noch gar nicht. Hier komme ich auch irgendwie erstmal nicht weiter anscheinend. Gut, wir können uns natürlich noch an dem schwierigen Rätsel, das ich verlassen habe beim letzten Mal, weiter austoben. Und ich denke, das probiere ich jetzt noch ein paar Minuten und sonst würde ich weiterfahren mit meinem Boot. Aber ernsthaft, was? Oder kann ich da runter? Das sah nicht so aus. Soll ich doch noch mal hin? Ich will nicht, dass ich da was übersehe, aber ich meine, da ging es ja eh noch nicht wirklich weiter. Uäh. Und springen kann ich ja auch nicht. Springen kann ich doch auch nicht. Nee. Okay, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird sich vielleicht irgendwann ergeben oder wir müssen noch mal ein Rätsel drehen oder irgendwie sowas. So. So. Okay, und hier war das, glaube ich. Hä? War ich hier schon? Das kommt mir so unbekannt vor. Das kommt mir gänzlich unbekannt vor. Ja, schau mal. Aha, okay. Oh, es klingt, als wäre das Ganze getimed. Es klingt, als wäre das Ganze getimed. Scheiße. Okay, ich will wieder zurück. Das war falsch. Welchen Weg muss ich lang gehen? Den hier. Echt, die schießt sich schon wieder? Krass. Okay. Gut, Leute, das probieren wir jetzt aber nochmal. Das ist ja heftig. Wie schnell schließt du dich bitte? Okay. Runter, 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 runter. Schneller, 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 schneller. Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. Ah, wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Okay. Schneller, 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 schneller. Treppe hoch, Treppe hoch. Oh mein Gott. Was? What the hell? Was? Wie soll ich das denn schaffen? Hä? Ich habe auch nur einen minimal schlechten Move gemacht. Und schon kommt man da nicht mehr hin. What the hell? Ist das deren Ernst? Ich bin so schnell gegangen, wie ich konnte. Okay, wir probieren es nochmal. So, Konzentration. Schneller kann ich doch nicht gehen, ne? Oh. Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Oh Gott. What the hell? Ich bin so schnell ich konnte gegangen. Ich kann nicht schneller gehen. Was zum Henker? Das ist mein schnellstes, oder? Warte. Ist das noch schneller? Nee. Holla the Wood Fairy, würde ich mal sagen. So, hier sind wir ursprünglich hergekommen, ne? So.
Hier war der Weg, glaube ich, den ich noch weiter machen kann. Da war auch noch was, was gefehlt hat. Vielleicht muss ich erst alles abschließen, bevor das wirklich klappt mit dieser Tür. So, hier sind wir zum Beispiel stehen geblieben. Das können wir einmal noch probieren. So, da haben wir nämlich 3 Sterne. Das heißt, okay, ich glaube, jetzt kapiere ich es dann auch. Das heißt wahrscheinlich, der eine Stern muss mit dem Block, Tetris-Block zusammen sein, mit dem pinken. Und das heißt wiederum, weil wir da nicht allein mit diesen zwei, mit dem Stern und mit der Form hinkommen, dass die Orangenen auch zusammengehören quasi, beziehungsweise dass wir das alles verbinden können müssten. So, das heißt, ich würde jetzt sowas sagen wie, das hier ist meine erste Tetris-Form. Das ist meine zweite Tetris-Form. Okay, ich weiß halt nicht, wie ich die schlau abteile. Beziehungsweise, ob das überhaupt so geht. Weil die unteren beiden, die muss ich ja immer noch separat eigentlich so halten. Okay, warte mal. Und die sind ja vorgegeben in ihrer Form. Ihr seid vorgegeben in eurer Form. Ich kann natürlich sagen, hier. Ja, nee, oder auch nicht. Wenn ich hier 1, 2, 3 habe. Hier dann 1, 2, aber das funktioniert halt nicht so von der Form. Dann müssen wir das, glaube ich, ein bisschen anders machen. Oder wir haben hier. Ja, wobei ich habe gerade überlegt, ob wir rechts und links, ja, rechts unten und rechts oben die Sterne vielleicht zusammenlegen. Und gar nicht andersrum. Dann reicht. Ja, wobei die Höhe würde ausreichen, wenn wir sagen, wir haben jetzt unten den horizontalen Dreierblock. Muss ich euch aber anders abteilen. Also wenn wir sagen, wir haben hier den Dreierblock. Das ist blöd, weil ich den dann nicht mehr so abteilen kann. Das ist schlecht. Und andersrum muss ich aber hier rumgehen, wenn ich sage, ich habe dann den Dreierblock und dann den Zweierblock. So, wisst ihr, so will ich das machen. Aber da müsste ich so rum. Aber das ist gar nicht so schlecht gedacht, glaube ich. Man weiß halt nicht, welche Sterne zusammengehören sollen. Das ist die Herausforderung. Ja, also der hier unten, glaube ich, kann nicht zu den Tetris-Blöcken gehören. Das würde auch wenig Sinn ergeben, wenn der andere da oben rechts ist. Oder die beiden unteren gehören halt zusammen. Aber das heißt ja wirklich, dass ich dann die ganzen unteren zusammen haben müsste. Ich meine, klar, das kann sich nach oben noch weiter ja, manchmal fehlen mir die Worte. So, aber da haben wir dann wieder das Problem,
dass wir die Formen schwierig hinbekommen. Also ich denke eigentlich rechts unten und rechts oben, ihr beiden gehört so zusammen. Und dann will ich die anderen Formen abteilen. Aber hier unten muss dann der Dreier liegen. Und das kriege ich so nicht hin. Nee, das geht nicht. Und es gäbe keine andere Möglichkeit, die zu verbinden. Okay, vielleicht gehören dann doch die unteren zusammen. Vielleicht gehört ihr doch zusammen. Und die anderen muss ich irgendwie anders abteilen, was ich ja machen kann. Ich kann natürlich sagen, dass ihr so abgeteilt seid, aber das kann ich nur. Wartet, das machen wir von der anderen Seite. Ja, wobei es ist eigentlich das Gleiche, ne? Weil so oder so hätte ich das Problem. Ja, es ist nicht das Gleiche, weil der Stern oben rechts ist. Aber so oder so haben wir ein Problem. Ja gut, aber ihr seid ja nicht miteinander verheiratet. Ich kann natürlich auch die Form von dem Orangenen einfach hier machen. Aber dann muss der ganz alleine stehen. Das ist also auch wieder eine blöde Sache, weil dann könnte ich halt nur das Ganze zum Beispiel so machen. Das bringt uns auch nirgendwo hin. Nicht wirklich. Nee, das bringt uns nirgendwo hin. Ah, Gott. Okay, ein Versuch. Come on, wir starten noch irgendwas. Irgendeinen Versuch. So, also wir sind jetzt überzeugt, die unteren beiden Sterne gehören zusammen. Und wir würden sagen, du bist Teil von dem Dreier, dem orangenen Dreier. Dann kommt eins, zwei, drei von dir. Ja, shit. Oder? Nee. Wir können das nicht machen. Dann komme ich da nicht mehr rum. Und dann ist der alleine. Aber kann ich den woanders hinsetzen, wo es irgendwie sinnvoller ist? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wobei, wir können den natürlich hier hinsetzen. Eins, zwei, drei. So. Dann haben wir eins, zwei, drei Höhe. Nee, aber das passt ja wahrscheinlich nicht, weil ich nicht die Form in dem Stern drin haben kann. Also das heißt, wir könnten es so machen. Hätten dann hier 1, 2, 3, dann haben wir 1, 2, 3 Höhe und dann haben wir 1, 2, 3 horizontal. Ja, oh Gott, bitte. Nein! Schade. Ich fand das gut. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal probieren wir das weiter aus und gucken, dass wir dann hoffentlich das Baumhaus abschließen können. Bis dann.